schwer zu henken in Paris, so macht das Jean Blumcock. Der trägt den scharlachroten Rock und von Seide ein weißes Chemise. Erscheint er auf dem Blutgerüst, dann seufzen die Frauen, wie schön er ist. Und schlägt er zu, dann schwingt er stolz das Beil und trifft präzis, genau zwei Finger über dem Chemise. Und der Kopf rollt herunter vom Holz, 200 Köpfe er schon und mehr. Und die Frauen seufzen, wie stark ist er. Und spritzt das Blut ihm auf die Hand, dann wischt er es in ein seidenes Tuch und wirft es mit einem leisen Fluch in die Menge hinunter vom Stand. Da wird's zerrissen und geküsst und die Frauen seufzen, ah, wie süß er ist.